Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Mass Effect 2. Entschuldigung nochmal für die letzte Folge. Ich hatte es etwas eilig wegzukommen, deswegen der seltsame Schluss am Ende. Aber jetzt habe ich wieder genug Zeit mitgebracht und wir wollen uns diesmal die Normandy ein bisschen anschauen, die neue Normandy. Und ich wurde gerade schon von Frau Chambers darüber aufgeklärt, hier, dass Joker mit uns sprechen möchte. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal um und lernen die Leute kennen, bevor wir dann die erste Mission antreten. Und uns wurde ja beim letzten Mal schon einiges gezeigt, zum Beispiel das private Terminal, das haben wir hier. Und da können wir mal kurz reinschauen, was es hier eigentlich gibt. Also den Teamstatus, weiß ich noch nicht. Ah, okay, da können wir uns jetzt die einzelnen Teammitglieder anschauen. Einerseits die, die wir schon haben und können denen auch die Outfits wechseln. Da habe ich dank DLCs auch zumindest bei Miranda, ich glaube bei 3 Squad-Mitgliedern habe ich letztendlich dann andere Outfits. Aber wir sehen auch schon, wer hier dann noch dazukommen soll. Zum Beispiel hier Archangel, taktische Expertise mit kleinen Einheiten, Universalwerkzeug-Experte und anerkannter Scharfschütze. Archangel ist ein Söldnerführer mit technischer Expertise und strategischer Brillanz. Er hält sich wahrscheinlich auf Omega auf. Das haben wir dann hier noch für weitere, also die Dossiers sind schon da. Die, die jetzt noch ausgegraut sind, die können wir auch noch nicht anklicken. Die sind einfach momentan noch gar nicht Stand der Dinge. Und das sind so viele momentan, weil hier auch teilweise durch DLCs neue Charaktere dazukommen. Zum Beispiel hier außen der Veteran Said Massani, der ist nur durch den DLC mit dabei. Genauso wahrscheinlicherweise hier die gefangene Jack. Ne, die ist normal mit drin, Jack. Aber hier müsst ihr noch Kazumi haben, ne? Ja genau, Kazumi. Die ist auch jetzt von Anfang an mit dabei. Die ganzen DLCs, die sind jetzt von Anfang an schon ansteuerbar, die Ziele. Und deswegen tauchen die auch schon anwählbar hier mit auf. Und wir sehen, also abgesehen von den zweien hier außen, der Rest ist Standard im Spiel. Das heißt, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Squad-Mitglieder normalerweise. Bei uns sind es jetzt sogar 12. Es ist also ein Stückchen mehr als im ersten Teil. So. Upgrades, schauen wir mal. Über Upgrades, ja gut, ist jetzt nicht so interessant. Ungelesene Nachrichten, haben wir da welche? Oh, da haben wir einige. Klar, auch durch die DLCs bedingt, das hat auch damit zu tun. Okay, Nachricht von Anderson. Von Admiral Anderson. Wir hören schon, Admiral ist er jetzt. Nur für den Fall, dass die Gerüchte wahr sind und sie tatsächlich noch leben, müssen sie auf die Citadel kommen. Ich muss mit ihnen reden. In den letzten beiden Jahren ist viel passiert. Sie haben uns den Zugang zum Rat verschafft und da ist es nur fair, dass man ihnen gestattet, sich selbst zu all dem zu äußern, was man so hört. Handel mit Said Massani vereinbart, von der Unbekannte. Shepard. Wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Massani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Said war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei ihrer Operation gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich ihnen anschließt. Mission, nicht Operation, Entschuldigung. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold, darum habe ich mich persönlich gekümmert. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen. Von Projekt Feuergänger. Alles DLCs, alles DLCs. Also von Anderson nicht, aber das jetzt auch hier. Commander. Die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Case und Dr. Robert O'Loy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Siona, Alistair-Bismarck-Grenze, gesehen. Absturzstelle der Normandy gefunden, von Admiral Hackett. Commander Shepard. Unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendetwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander.
Cerberus Sturmpanzerung, Con der Unbekannte. Shepard, unsere Panzerungstechniker haben gehört, dass sie wieder im Einsatz sind und bestehen darauf, dass sie über eine angemessene Ausrüstung verfügen. Sie haben ein Paket zusammengestellt, das ich zur Normandie habe liefern lassen. Sie finden es in ihrem privaten Quartier. Zum Glück kennen wir ja ihre Größe. So, Kollektorengewehr und Panzerung, ebenfalls vom Unbekannten Shepard. Unsere Wissenschaftler arbeiten nun seit einiger Zeit schon mit der erbeuteten Kollektorentechnologie. Sie haben einen experimentellen Panzeranzug in ihrer Größe entwickelt, sowie ein Sturmgewehr, das laut der Tex ein Standard-Thermomagazin aufnehmen kann. Ich habe die Sachen an die Waffenkammer der Normandie liefern lassen. Weidmannsheil! Warum auch immer Weidmannsheil, ich weiß es nicht. Präzisionsgewehr in Scissor? Shepard. Miranda hat sich die automatischen Telemetrieaufzeichnungen ihrer Waffen angesehen, vor allem die Zahl der tödlichen Treffer. Eifrig wie sie ist, hat sie eine Verstärkung ihrer Feuerkraft beantragt. Die Tags halten etwas für große Distanzen für sinnvoll, die es das Schilde durchdringen kann. Darum erhalten sie nun unser Präzisionsgewehr in Scissor. Sie finden es in der Waffenkammer der Normandy. Testen Sie es ausgiebig und sagen Sie uns, was Sie davon halten. Und schließlich Operation Overlord. Shepard, soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und Sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist so weit in einzelne Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten Eite, Typhon-System im Phönixhaufen-Cluster. Bitte behandeln Sie diese Angelegenheit diskret. Oh, ein paar sind noch, okay. Also wie gesagt, das sind jetzt durch die ganzen DLCs, die hier drin sind, das sind einige. Das kommt jetzt alles am Anfang, deswegen haben wir jetzt so viele Nachrichten auf einmal, aber danach haben wir die dann halt alle mal durch. Gut, vom Unbekannten. Shepard. Es gab kürzlich einen Geth-Vorfall bei einem unserer Außenposten im Skyllianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendetwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spähtrupp der Geth geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie heißt Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandie schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert. Und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch andere Agenten schulen. Treffen mit Kazumi Goto. Shepard. Wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebe in Kazumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Sakera-Bezirk auf der Citadel. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Ja, das habe ich ja schon gesagt, Kazumi ist ein weiteres Crewmitglied, genauso wie Said. Und wir werden dann irgendwann mal, jetzt nicht gleich am Anfang, auf die Citadel gehen, um sie zu holen. Ich glaube, wir machen erstmal diejenigen, die auch vorgesehen sind am Anfang. Und danach können wir uns dann den DLC-Leuten mal widmen. Schweres Gewehr Metok. Shepard. Miranda hat zusammen mit Edie die Telemetriedaten der Schlachten analysiert. Dabei hatte Edie einen interessanten Gedanken. Sie hat gemeint, wir würden in dem Bestreben, ihnen die modernste Technik zukommen zu lassen, ältere und bewährte Technologien gänzlich vernachlässigen. Ich möchte in diesem Ansatz normalerweise gar keine Beachtung schenken, aber wenn eine KI die Vorliebe für Hightech kritisiert, sollte man doch einmal darüber nachdenken. Aus diesem Grund habe ich einige schwere Gewehre vom Typ Matok an die Normandy liefern lassen. Sie wurden für Thermomagazine modifiziert, aber davon abgesehen handelt es sich um dasselbe alte, bewährte Gewehr, das Koloniemilizen seit Jahrzehnten benutzen. Weidmannsheil. Die Geth-Plasma-Schrotflinte. Shepard. Eine unserer Zellen hat eine interessante Waffe von den Geth erbeutet. Sie funktioniert so ähnlich wie eine Schrotflinte, ist aber viel technisierter. Es hat etwas mit dem Abfeuern von Supraleitern zu tun, die beim Aufprall Plasma erzeugen. Die Munition ist spezialisierter als die unserer Schrotflinten, aber sie ist dennoch nicht schwer herzustellen oder zu modifizieren. Ich habe die Lieferung einiger dieser Waffen an die Normandie veranlasst.
Und schließlich die schwere Pistole Phalanx. Ich glaube, die habe ich gemocht, die Phalanx. Ich weiß es aber nicht mehr. Shepard. Edie hat mich darüber informiert, dass Jacob vor kurzem einige Pistolen vom Typ M5 Phalanx von einigen Freunden erworben hat, die lieber ungenannt bleiben. Ich weiß seinen Einfallsreichtum zu schätzen, aber wenn er damit zu mir gekommen wäre, hätte ich die nötigen Arrangements getroffen. Wir haben darüber gesprochen und um ihm zu beweisen, dass das Ganze keinerlei Konsequenzen für ihn hat, habe ich ein paar weitere Phalanx-Pistolen, Ersatzteile für ihre Laser-Zielfernrohre und Reparaturanleitungen an die Normandy liefern lassen. Wie sie sie einsetzen, überlasse ich ganz ihnen. So, also wir haben gesehen, es sind ganz viele Waffen dabei, weil ich einiges an Waffen-DLCs mit drin hatte. Teilweise waren die kostenlos mit dabei, teilweise, keine Ahnung. Nee, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Ich glaube, die waren alle kostenlos, die Waffen-DLCs. Dann haben wir andererseits Kazumi und Said. Das sind DLCs, bei denen wir neue Crewmitglieder dazu kriegen. Gibt es im dritten Teil auch? Ich weiß gar nicht, gibt es da mehrere? Mir fällt jetzt gerade bloß einer ein, der als neues Crewmitglied dazukommt. Naja, egal. Und dann auch noch einiges an Quests und zusätzlichen, zum Beispiel Projekt Overlord. Das wird ganz interessant. Aber machen wir jetzt auch nicht gleich am Anfang. Das kommt dann später, würde ich sagen. Jetzt erstmal genug gelesen. Mal kurz bei ungelesenen Nachrichten. Sind die alle markiert? Okay. Klicken wir sie mal alle an. Das hätte ich vielleicht schon vorher machen können. So, haben wir das weg. Und fortgeschrittene Kampfausbildung. Ich glaube, hier können wir uns nochmal ein Tutorial anschauen. Will ich jetzt gar nicht machen eigentlich. So, also das ist so unser persönliches Terminal. Okay, haben wir die Codex-Einträge jetzt voll? Nein. Fliegen Sie zu dem Planeten Aite. Ja, jetzt kommen die ganzen Tagebucheinträge durch die gelesenen Sachen. Gut, ansonsten würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Joker vor. Die Steuerung untersuchen wir mal noch ganz schnell mit, so nebenbei. So. Und dann schauen wir erstmal, was es hier gibt. Wir sehen schon, hier ist Edie. Und Edie ist ja eine KI. Funktionsprüfung erfolgreich. Ja. Moment, Joker, du bist gleich dran. Und es gibt ja bei Mass Effect die Unterscheidung zwischen einer VI, einer virtuellen Intelligenz, und der künstlichen Intelligenz KI. Virtuelle Intelligenzen werden überall genutzt. Auch Joker. Ich fliege durch den Raum. Okay, warum nicht? Kann man machen. Was wollte ich sagen? Genau, virtuelle Intelligenzen haben eine eingeschränkte Intelligenz, während künstliche Intelligenzen wirklich... Oh, tut mir leid. Das ist heute eigentlich auf meinem Kopfhörer. Alter, geht's noch? Während künstliche Intelligenzen von sich aus dazulernen und dementsprechend wirklich halt intelligent sind, während virtuelle Intelligenzen... Wollen Sie immer Glück haben? Dann reinigen Alter. Sie niemals Ihren Hut. Hat mein Vater mir gesagt. Glaube ich. Ja, schön. Während virtuelle Intelligenzen halt nicht wirklich intelligent sind. So, jetzt aber mal. Wir haben schon gemerkt, Joker quatscht die ganze Zeit wie ein Bescheuerter, wenn wir einfach nur neben ihm stehen. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Charakteren auch so ist. Habe ich sonst nie gemacht, muss ich zugeben. So, aber dann reden wir mal mit ihm. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, sie können einen aber echt runterziehen. Na ehrlich mal. So, gibt's noch mehr mit Joker zu besprechen? Commander. Okay, nur das Standardzeug, aber das können wir ja auch mal machen, denn wir haben es ja bisher noch nicht gemacht. Das Spiel geht ja gerade erst los. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen.
Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage, verstanden? Ja, ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team-Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Gut, also die Geschichte haben wir leider schon gehört von der Normandy. Die ist ein bisschen traurig, also von der Besatzung meine ich, dass da alles so auseinandergegangen ist. Aber wir werden sie alle wiedersehen. Ja, Shepard? Und hier haben wir noch ein neues, ich sag mal, Crewmitglied, das ein bisschen speziell ist. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Normandy bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Ich dachte KI. Warum heißen Sie Edie? Edie bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Blue-Box hinter der Krankenstation. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Das ist vorerst alles. Oh, wollte ich gar nicht. Ich melde Sie ab, Shepard. Ich habe mich verdrückt, Verzeihung. Ja, Shepard? Reden wir nochmal drüber. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? So. Was ist Ihre Aufgabe? Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in Ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Nett. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Ist bestimmt nett, wenn man als feindliches Schiff an der Normandy vorbeifliegt und auf einmal geht die Luft weg. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Wie ist Cerberus organisiert?
Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Nett, alles blockiert. Gut, Ressourcen hatten wir, Struktur hatten wir, Bau der Normandie. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Es ist total ertragreich, das Gespräch, ich merke schon. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier, vielen Dank. Gut, ansonsten gibt es nichts mehr zu besprechen. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Ich glaube, zwischen den beiden gibt es später immer mal wieder noch kleine Mini-Gespräche, in denen sie sich ein bisschen anfrotzeln. Joker fremdelt noch ein bisschen mit Edie, das wird sich aber noch ändern, das werden wir noch sehen. Die beiden werden sich noch schätzen lernen. So, jetzt können wir mal mit Frau Chambers reden, die hier direkt neben unserer Galaxiekarte steht. Die scheint also irgendwie von Bedeutung zu sein. Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Unser persönlicher Assi, ist das nicht schön? Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Okay, Kelly. Noch etwas? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Praktisch. Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet? Schon, aber Ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt? Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen. Entwickeln ihre Technologien weiter. Retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Das klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Also wir sehen schon, es gibt da ganz verschiedene Ansichten, was die Mitglieder von Cerberus angeht, wie sie zu der Vereinigung stehen, beziehungsweise warum sie der Meinung sind, dass Cerberus doch ganz gut ist eigentlich. Wobei ich den Vergleich mit den Hunden und Katzen ein bisschen merkwürdig finde, muss ich zugeben. Naja. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Also Kelly ist auch so angelegt, dass man sie mögen muss. Und ich glaube, die ist auch so vom Aussehen her angelegt, dass sie den meisten männlichen Gamern, und Mass Effect wird nun mal größtenteils von Kerlen gespielt, dann auch gefällt. Ist, glaube ich, beabsichtigt so, dass man sie irgendwie doch mag, dass sie einem sympathisch ist. So, genau, sie ist Psychologin, ist eigentlich auch ganz praktisch. Ich weiß nicht, warum das nicht ihre offizielle Aufgabe sein kann, aber ist mir letztendlich auch egal. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass sie jetzt großartig psychologisch tätig wird. Sie ist halt einfach da und redet ab und zu mit einem. Das ist eigentlich alles. Aber es ist ganz nützlich, dass man jemanden hat, der einem ab und zu sagt, hier, der und der möchte mit dir reden. Dann muss man nämlich nicht, wie im ersten Teil, auf Verdacht hinrennen und dann schauen, ob da vielleicht was rauskommen könnte im Gespräch mit demjenigen. Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandie zugewiesen hat?
Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. Alter, oh, ich würde Sie umarmen, bitte? Nein, sagen wir mal auffangen, Sie ist ja Teammitglied. Ihr Vertrauen ist am richtigen Platz, Kelly. Das war mir klar. Danke, Shepard. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Also, ich glaube, man kann auch mit Kelly flirten. Habe ich noch nie das Bedürfnis gehabt, habe ich noch nie gemacht, von daher keine Ahnung. Aber ich glaube, man kann auch irgendwie mit ihr flirten. Und dann kann man natürlich solche Sachen wie, ich würde sie umarmen. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Entschuldigung. Also, da kommen wir momentan noch nicht rein. Da kann man natürlich auch solche Sachen wie, ich würde sie umarmen wählen. Aber muss ja jetzt nicht sein. Das finde ich ein bisschen sehr übertrieben, muss ich zugeben.